Lieber Herr Schmitz, exemplarisch für die moderne Logik legt Quine eine stabile Basis für eine wissenschaftliche Philosophie mit drei Forderungen. Keine Entität ohne Identität. Sein ist Wert einer Variable sein, einer gebundenen Variable sein und damit auch Element einer Menge sein. Drittens, vor Intension soll man zu Extension fliehen. Das heißt, statt sprachlich fundierter Begriffsumfänge ist der Vorzug, Mengen zu geben. Warum stellen Sie sich allen drei Forderungen entgegen? Sind Sie jemand, der Wissenschaftlichkeit in der Philosophie opfert? Also es gibt zwei Ideale der Wissenschaftlichkeit. Das eine ist die Frage, ist das Bedürfnis, eine intersubjektive, glatte Entscheidung aller Probleme zu ermöglichen. Und dann muss man Probleme so stellen, Fragen so stellen, dass sie sich nur beziehen auf einen Gegenstandsbereich, in dem eine solche Ja-Nein-Entscheidung nicht nur möglich ist, sondern für jeden nachvollziehbar, reproduzierbar, intermomentan für einen selbst und intersubjektiv für beliebig viele. Das ist das Verfahren von Quine. Das Verfahren der Naturwissenschaften, man schränkt sich ein auf einen beliebig stark verengten Bereich von Grundgegenständen, über den man dann Konstruktionen entwickelt, die weit darüber hinausgehen. Mit diesen Konstruktionen bildet man Hypothesen. Diese Hypothesen erprobt man dann in Experimenten an den Grundgegenständen. Und wenn sie sich da durchsetzen, dann verallgemeinert man das. Manchmal mit überraschendem Erfolg, logisch natürlich durchaus nicht zwingend. Das andere Verfahren, das Phänomenologische, geht von einem ganz anderen Erkenntnisinteresse aus, nämlich zu vermeiden diese Verkünstelung des Gegenstandsbereiches. Ein Spielfeld für die Erprobbarkeit von Hypothesen in Experimenten ist. Man fragt sich, hier richtet sich die Frage nicht darauf, wie mache ich die Welt mir so zurecht, dass ich intermomentan und intersubjektiv verifizierbare Ja-Nein-Entscheidungen treffen kann, sondern die Frage ist, was muss ich gelten lassen? Wobei dann unter Umständen, dass die Kunstwelt, die Quine errichtet, so verweht wie Oberons und Titanias goldene Hochzeit in Goethes Faust. Und man kommt also aus dem Bedürfnis, sich zu vergewissern, was man tatsächlich nicht verleugnen kann, nicht im Ernst verleugnen kann, kommt man auf ganz andere Voraussetzungen. Wir haben ja ein Beispiel jetzt aus dem Bereich der Freiheit. Wer wirklich Determinist ist, kann sich im Leben überhaupt nicht mehr bewegen, weil er nicht mehr wählen kann. So etwas kommt also in den Gesichtskreis von Quine gar nicht hinein. Und hier suchen wir also das als Phänomenologe, das, was wir ernstlich glauben müssen. Während Quine das glatte Ergebnisse eines Spiels mit zum Teil erfundenen Parametern auf einem eng umgrenzten Spielfeld aus ausgesuchten Gegenstandssorten unternimmt. Das ist auch sehr gut und bewährt sich überraschend bei der Prognose. Aber es hilft dem Menschen nicht, der sich darauf besinnen will, was sich ihm unvermeidlich aufdrängt, sodass er es gelten lassen muss, auch wenn er es verleugnet, weil er immer wieder damit konfrontiert ist. Also während Quine dem Aufklärer gleicht, der in der Walpurgisnacht die Hexen zurückweist mit der Erklärung, was ihr seid noch immer da, das ist ja unerhört, verschwindet doch, wir haben ja aufgeklärt, sucht der Phänomenologe gerade nach diesen Hexen, soweit sie sich nicht im Ernst vertreiben lassen, auch im Bewusstsein des aufgeklärtesten Menschen, wenn er nur ehrlich mit sich selbst umgeht. Und dann entfallen alle diese Prämissen. Dann gibt es also auch selbstverständlich gleich Gegenstände, die
Also es gibt auch etwas, was nicht mal überhaupt identisch, was nicht mal es selbst ist, geschweige denn mit irgendetwas identisch, was schon viel mehr ist. Dafür gibt es gute Beispiele. Und ebenso gibt es selbstverständlich unvermeidlich Intentionen, ohne die man überhaupt nicht auf Extensionen käme. Man käme nicht auf den Gedanken, eine Extension einzuführen, wenn man nicht erstmal eine Menge intentional bestimmt hätte, als Menge der sowieso beschaffenen Gegenstände. Das ist also eine reine Fiktion, in Extensionen ohne Intention leben zu wollen. Und das Dritte war? Die Frage, was Sein ist als Wert einer gebundenen Variablen. Das Sein, der Wert einer gebundenen Variablen, das bedeutet ja bei Quine nur die Lizenz, als seiend anzuerkennen, was er zufällig als seiend anerkennen will. Denn er kann natürlich vollkommen willkürlich den Wertbereich seiner Variablen festsetzen. Und er setzt ja tatsächlich so fest, dass er also ausschließlich letzten Endes primitive Sinneseindrücke als Abstraktionsbasis übrig lässt. Im Grunde sind das unspezifische Sinnesqualitäten wie bei Demokrit. Damit kann er dann gut ausgehen und dann hat er natürlich später noch Mengen zugelassen und er hat also die Cantorsche Mengenlehre rezipiert. Da geht es sogar ins Unendliche. Das macht dann gar keine Mühe, wenn man nicht mehr sich Gedanken darüber machen muss, was das eigentlich für Gegenstände sind und unter welche Intentionen sie subsumiert werden können. Das sind irgendwelche Etwas, da kann man dann gleich unendliche Mengen postulieren. Und er macht sich also einen Gegenstandsbereich zurecht, in dem er sein Spiel treiben kann, das ja überraschend viele Erfolge bei der Prognose liefert, wie die Naturwissenschaft. Mit den Methoden von Quine können wir tatsächlich dieses Ziel erreichen, möglichst viel schematisch zu prognostizieren, sodass wir uns entweder warnen lassen, besser aber Gelegenheit haben, uns vorantasten zu lassen an unseren Voraussagen, um immer neue Maschinen zu bauen, die uns immer mehr Voraussagbares liefern und Unerwünschtes, Voraussagbares nicht liefern. Das kann man mit diesem Verfahren erreichen. Aber was will man eigentlich? Wie soll man sich orientieren, um mit diesen Maschinen überhaupt umzugehen und nicht einfach den Betrieb in sich kreisen zu lassen, doch so schön mit die Maschine laufen zu lassen, auch wenn sie gar nichts leistet? Nicht wahr? Wenn man sich also jetzt ein Verhältnis zu dem ganzen Maschinenpark, um sich als Mensch damit zu verhalten zu können, wenn man das anstrebt, dann braucht man Phänomenologie. Da hilft einem Quine überhaupt nicht mehr. Wenn ich jetzt Quine in Schutz nehmen wollte, könnte ich sagen, er wolle das Unklare aus dem Klaren erklären. Ja. Und er könnte Ihnen vorwerfen, den umgekehrten Weg zu gehen, dass Sie aus Unklarem Klares herleiten und fundieren. Ja, dazu ist aber natürlich zu sagen, der Gegenstandsbereich ist unklar in vieler Hinsicht, aber die Unklarheit selbst hat sehr viele Nuancen und Differenzierungen, die sich sehr klar begrifflich herausschälen lassen, sodass hier zwar im Unklaren keine Rekonstruktion aus der Anordnung einzelner Bestandteile ist, denn die sind nicht alle einzeln, die Bestandteile, aber eine Klassifizierung ist immer möglich. Und diese Klassifizierung kann einen hohen Präzisionsgrad haben und braucht sich vor keiner Mathematik zu verstecken im Präzisionsgrad, wobei allerdings die Basis immer die triviale Lebenserfahrung ist, die Besinnung darauf, was kann ich meiner Meinung nach ungefähr jedem Menschen zumuten aus seiner Lebenserfahrung, sodass man darüber überhaupt sprechen kann. Und dann fange ich an, darüber zu sprechen, dann kreise ich das ein, dann komme ich zu hinlänglich festen Begriffen, aber immer auf dieser Basis durchschnittlicher Verständlichkeit. Und dann kann ich also wirklich in einer unter Umständen sehr präzisen Weise im Bereich des Unklaren klassifizieren, nach Typen, Arten der Unklarheit und der wachsenden Klarheit. Und das ist die phänomenologische Aufgabe, wo die Konstruktion aufhört, hört die Klassifizierung noch lange nicht auf.
Dann würde ich jetzt gerne zu mathematischen und logischen Axiomen kommen und Ihrer Art, damit umzugehen. Sie beinhalten häufig irreduzible Zeichen und Symbole, beispielsweise Gleichheitszeichen. Der Konstruktivismus Paul Lorenzens hat solche Begriffe auf Konstruktion, also auf praktisches Verhalten zurückgeführt. Sie haben die Identität auf subjektive Erfahrungen zurückgeführt. Das Eines-Sein haben Sie auf intentionale Begriffe und ihre Begriffsumfänge zurückgeführt, also eine Menge um eines vermehren. Und die Tatsächlichkeit haben Sie auf Evidenz zurückgeführt. Also Sie haben versucht, irreduzible Begriffe zu fundieren in phänomenologischer Weise. Besonders bei der Evidenz ist der Mathematiker natürlich besorgt, da es ja diese Fälle gibt, in denen beispielsweise Hobby-Mathematiker mit einer Konstruktion zur Quadratur des Kreises sich an Mathematiker wenden, die ja aus etwas abstrakteren Gründen in der Galois-Theorie als unmöglich erwiesen worden ist. Diese Theorie selber ist für den Hobby-Mathematiker weniger evident, als seine Konstruktion zu sein scheint. Und hier so die Frage, ist die Evidenz als Grundlage für die Mathematik, wenn sie die Grundlage für Tatsächlichkeit ist, unter Umständen ein heißes Eisen? Also der Mathematiker selbst beruht ja ganz und gar, die mathematische Erkenntnis beruht ganz allein auf der Evidenz. Da wird einem ein Gedankengang vorgeführt und der leuchtet einem einfach ein. Allein schon die logischen Schlussregeln sind ja einfach evident. Zum Beispiel, wenn A, dann B, nun aber A, also auch B. Wie soll man das eigentlich beweisen? Hier ist der Mathematiker einfach überzeugt, er kommt ohne Evidenz auf keinem Schritt aus und die ganze Kunst, scheinbare Evidenzen zu entlarven und nur echte Evidenzen übrig zu behalten, besteht darin, die Gedankengänge in lauter kleine Schritte zu zerlegen. Und da hat der Mathematiker erstmal die Idee im Großen und Ganzen, wie das Problem gelöst wird, und dann fängt es an, das in kleinen Schritten aufzubauen. Und jeder einzelne soll überprüfbar sein. Aber dass jeder einzelne Schritt korrekt ist, das kann ihm nur die Evidenz sagen. Das leuchtet ein und am Schluss steht dann das Ergebnis da, meist sehr, sehr unübersichtlich und schwierig, sodass man dann mit Descartes sagen muss, möglichst schnell das Ganze durchlaufen, damit man es nicht vergessen hat. Denn dann ist ja die Anleihe bei den Vorigen gar nicht mehr evident, weil man es nur noch glauben kann, dass man das mal eingesehen hat. Also das ist da schwierig. Die Evidenz ist da völlig unerlässlich, nur die echte von der scheinbaren Evidenz muss unterschieden werden und das Mittel des Mathematikers, das ist die Zerhackung der großflächigen Evidenzen in eine Summe von kleinflächigen Evidenzen, die sogenannten Beweisschritte. Ich kann noch sehr viel mehr sagen über meine eigenen Beiträge gegen Quine, was der Logik im Irre geführt durch das Ideal gar zu einfacher Evidenz so verloren gegangen ist, dass sie sich zum Beispiel zur Verzweiflung von Quine in die Antinomien verloren hat. Aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Sie bedienen sich in Ihrer philosophischen Beweisführung häufig des Verfahrens, Gegenpositionen in Widersprüche zu führen. Wie weit ist Ihr Vertrauen über die bekannten Antinomien hinaus, für die Sie auch Lösungen vorgeschlagen haben, erschüttert? Ist die klassische Logik begrenzt auf eine Welt von Mengen und Elementen, wie die klassische Physik uns heute begrenzt zu sein scheint, auf eine Welt mittelgroßer Gegenstände, die uns alltäglich begegnen? Also der wichtigste Einwand gegen die klassische Logik kam ja von der Seite des mathematischen Intuitionismus. Und alle diese intuitionistischen Bedenken gegen den Satz des ausgeschlossenen Dritten,
die beruhen auf einem philosophischen Fehler, nämlich auf dem Singularismus, auf der Überzeugung, dass alles ohne weiteres einzeln ist. Der Intuitionist, der geht also aus von der Erklärung, hier habe ich doch einzelne Dinge, zum Beispiel Paul Lorenzen, hier habe ich doch einzelne Kalkülbausteine, und dann hat er ja, ich habe viel von ihm gelernt, er hatte dann ja den Gedanken, schlimmstenfalls könnte man auch Geräusche nehmen, es brauchten nicht unbedingt Körper zu sein, aber tatsächlich lässt sich das nur realisieren, wenn man da Bausteine hat, und die werden also kalkülmäßig arrangiert, und da sieht man sofort ein, man kann doch nicht unendlich viele aneinander reihen, das geht einfach nicht, um nachzusehen. Das war der Einwand von Hermann Weyl, der Polizeibeamte kann sein Register durchgehen, aber wenn das unendlich lang wird, dann ist er hilflos bei der Suche nach dem Verbrecher. Und deswegen, nun wollte man da auch der Sache nach, sagt man, wäre es eine Fiktion, wenn man ins Unendliche kommt, Ja-Nein-Entscheidungen möglich zu machen. Hier hat man aber vergessen, dass man an diese gerade diese Einzelheit hat immer etwas Künstliches. Das Einzelne ist immer nur zugänglich als Fall von etwas, als Fall von einer Bestimmung. Man kommt im Grunde genommen an diese Gesichtspunkte, die brauchen ja nicht Universalien zu sein. Es kann auch mal ein Typ genau eines Individuums sein, nicht wahr? Die Hermann Schmitz hat auch eine eigenartige Stimme, und das ist in gewissem Sinne ein Universaler, aber doch sehr beschränkt. Und ebenso Herr Hinze hat eine Stimme für sich selbst. Also es kann auch Bestimmungen für den Einzelfall geben. Aber solche braucht man und solche entwickelt man. Solche sind auch tatsächlich in der Entwicklungsgeschichte früher. Das Kind hört gar nicht so sehr dieses präzise Geräusch, sondern die Art und Weise eines beruhigenden Geräusches. Das Tier, ein alarmierendes Geräusch, das ist genau dieses Signal ist, das merkt man nicht. Man weiß viel schneller, dass das die bekannte Melodie ist, als dass man hört, welche ganz bestimmten Töne denn nun jetzt im Augenblick erklingen. Da achtet man gar nicht drauf. Man hört die Melodie, die in vielen Fällen wiederkehrt. Tatsächlich sind also diese Bestimmungen, durch die etwas als etwas verstanden wird, früher da als die Einzelfälle. Die Einzelfälle nur als etwas Identisches, das jetzt handhabbar und versetzbar wird aus der Situation, in der es zuerst vorkommt, sodass man darauf zurückkommen kann, es mit etwas identifizieren kann. Das geschieht nur, wenn man bereits Bestimmungen hat. Und die Intuitionisten, die glauben alle, diese Bestimmungen nachliefern zu müssen, wie übrigens auch Wittgenstein. Und das ist aber falsch. Also dieser Angriff, man soll ruhig sich mit unendlichen Mengen beschäftigen, das ist gar nicht so was Schwieriges. Man hat eine Bestimmung, die sich eben leider gerade tatsächlich mit einem unendlichen Gegenstandsbereich beschäftigt. Das braucht man nicht zusammenzusetzen. Das braucht man nicht Stück für Stück nachzuprüfen, sondern man kann über das sprechen, was diesen Gegenstandsbereich eben ausmacht, weil man diese Bestimmung hat, diese Gattung hat. Und andere Einwände, andere Versuche, nun die klassischen Logik zu widersprechen, die sind auch eigentlich überflüssig, weil man sie nur in dem Fall wirklich aktuell werden, wo man von einer gewissen Eindeutigkeit ausgeht, eben von der singularistischen Voraussetzung, das ist dieses Ding mit diesen Bestimmungen und keinen anderen. Und dann gibt es eben auch den Typus der zwiespältigen oder der spältigen Mannigfaltigkeit. In jedes Einzelnen, das tritt ein, wenn verschiedene Gegenstände um Identität mit demselben Gegenstand im allgemeinsten Sinn demselben etwas, damit man nur ja nicht das zu konkret auffasst, dass das irgendwie handfest oder sonst wie gegenständlich sein müsste. Also um dem verschiedene Etwas, um Identität mit demselben Etwas konkurrieren. Das widerfährt jedem Menschen in seinem Leben. Ich bin jetzt ein Greis. Ich war ein Knabe, ein Baby. Ich war ein Knabe, ein Jüngling. Ich war ein Mann in gereiften Jahren.
Wenn man jetzt fragt, wer ist denn dieser Hermann Schmitz eigentlich? Und man sagt, das ist einfach ein Greis und weiter nichts, das wäre doch ganz falsch. Es sind aber ganz verschiedene Individuen, die um Identität mit mir konkurrieren. Da ist der kleine Junge, das Herrmännchen, das mit Gisela und Putz und mit meiner Schwester Isabella gespielt hat, viel kleiner als die drei Mädchen. Und dann ist der, jetzt der Dreist draus geworden, sind aber ganz viele Zwischenstadien, verschiedene Individuen. Wer bin ich? Diese Individuen konkurrieren um Identität mit mir. Das ist eine Mannigfaltigkeit vom Spältigen, vom Zwie- oder Vielspältigen Typ. Und wenn man die nimmt, dann kann man darauf fast die klassische Logik anwenden. Das heißt, man steckt die Mehrfachheit, das, was nicht leicht fassbar ist, nicht in den Wahrheitswertvorrat der Logik, sondern in das Material hinein. Das Material ist nicht immer so, wie Quine sich das gedacht hat. Dann haben wir zum Beispiel die Antinomie des Lügners. Ich lüge, ist das nun wahr? Und jetzt kann man sagen, wenn man jetzt sagt, das ist einfach unentschieden, dann hat man ja gesagt, dann ist es also nicht entschieden wahr. Und genau das ist ja die Paradoxie, das ist ja das Unglück. Also durch die Erklärung, das ist einfach unentschieden, reproduziert man die Paradoxie. Wenn es nämlich unentschieden ist, die Paradoxie besteht ja, es ist entschieden, etwas entschieden. Es ist und entschieden, dass ich lüge. Und das ist dann nicht der Fall, wenn es unentschieden ist. Und wenn Sie auch das endlich iterieren, mein Fall unendlich, dann kann ich beweisen zu können, es bleibt dabei. Das hilft nicht, das tausendfach zu sagen, unentschieden, ob, das hilft nicht. Es bleibt immer dabei, dann ist auf der Grundlage, sind die beiden Grundlagen, ist es wahr oder ist es falsch, ausgeschlossen. Und damit sind wir in der Antinomie des Lügners. Man muss also ins Unendliche weitergehen. Und so ist das auch bei allen diesen Antinomien, wo man jede von beiden Seiten beweisen kann, wie der Antinomie von Cantor und von Burali Forti. Da kann man mit einfacher Unentscheidenheit oder endlichfacher nicht auskommen. Weil das dieselbe Zwiespältigkeit hat wie bei den Lebensphasen eines Menschen. Und die beiden einander widersprechenden Sätze. Aber trotzdem braucht man die Antinomien nicht stehen zu lassen. Man muss ins Unendliche der Unentschiedenheit gehen. Dann kann man nichts mehr beweisen und dann ist das eben unendlich fach, das heißt unendlich schwach unentschieden. Man kommt also, obwohl man eine kleine Ausnahme für einen Spezialfall vom Satz des ausgeschlossenen Dritten machen muss, die aber widerspruchsfrei bleibt, mit der Zweiwertigkeit der Logik aus. Wenn man die Spältigkeit des Materials, worüber man spricht, anerkennt. Und das haben die Logiker nicht gemacht und das will Quine nicht. Denn dann kommt er nicht mit seiner glatten No Entity Without Identity, dann mit der Voraussetzung, dass alles einzeln ist, kommt er nicht mehr durch, weil es dann plötzlich zwiespältige Dinge in der Natur gibt. Das ist natürlich nicht brauchbar. Da ist in der Natur der Sache schon der Zweifel verwurzelt. Ist es dies oder nicht? Es ist nicht nur ein Zweifel, den die Menschen hinzubringen. Und nur den lässt Quine übrig. Mathematik ist die Universalsprache der Wissenschaften, welche die Welt in Konstellationen abbilden möchte. Die Mathematik funktioniert umso besser, je abstrakter diese Begrifflichkeit ist. Andererseits ist es so, dass sie sich damit immer weiter von der Lebenswirklichkeit und von natürlichen Erfahrungen entfernt. Sehen Sie da einen Bedarf für eine Reform oder für Kritik? Nein, ich sehe gar keinen Bedarf, denn ich bin selbst ein Freund hochabstrakter Begriffsbildungen, weil die nämlich dem Denken eine Beweglichkeit verschaffen, die sonst nicht vorhanden wäre. Man kann eine sehr allgemeine Gattung kann man anreichern durch spezifische Differenzen und die kann man beliebig wählen und die kann man verfeinern, die kann man dann auch wieder auswechseln und dadurch kann man sich herantasten an den Einzelfall. Mehr kann man mit allgemeinen Begriffen überhaupt nicht. Man kann nicht die Wirklichkeit zum Sprechen bringen, so wie Hegel das wollte und in anderer Weise Heidegger das wollte mit einem dichtenden Denken, dann leistet das Denken im Grunde genommen nichts mehr, weil es sich dann selbst vermischt mit dem, worüber gesprochen werden soll. Es wird zum Orakel.
Und insofern bin ich also vollkommen zufrieden mit den abstrakten Mathematik. Nun haben wir ja nicht nur eine abstrakte Mathematik, sondern auch eine formale Mathematik. Der Mathematiker von heute will gar nicht mehr seit Hilbert sagen, worüber er eigentlich spricht. Das ist irgendetwas, und wenn es gewisse Bedingungen erfüllt, dann gelten auch noch andere Sätze. Und die Modelle muss man nachträglich finden. Das ist ein auch an sich nicht zu beanstanden. Das kann eine gute Hilfe sein, die der Mathematiker den Denkern leisten, um sie auf Modelle anzuwenden. Aber es ist eine Verführung. Es ist eine Verführung, sich nur noch für die Form der Verknüpfung zu interessieren. Das ist der verführerische Konstellationismus. Wir legen uns die Welt als ein Netz zurecht, das beliebig umgeknüpft werden kann. Und dann findet man nicht mehr, woraus man eigentlich das Netz schöpfen soll. Also da habe ich eine gewisse Sorge, dass leichtsinniger Umgang nicht mit der Abstraktheit, sondern mit der Formalisierung der Mathematik, leichtsinniger Umgang damit, eben einen naiven Optimismus des Umkonstruierens ermutigen könnte. Aber es ist nur eine Gefahr, auch kein Vorwurf gegen die formale Mathematik. Und die mathematische Abstraktion in allen Ehren, ich bin als Phänomenologe überhaupt kein Feind der Mathematik. Man darf nur keine Ideologie, keine Weltanschauung, mit dieser Methode können wir einfach alles machen. Dann ist man verloren. Dann versuche ich eine letzte provozierende Frage zu stellen. Die Digitalisierung hat uns ja jetzt ermöglicht, Klänge, Musik, auch jetzt Bilder, Filme in Zahlencodes zu repräsentieren. Dies gelingt jetzt ja auch dreidimensional mittlerweile. Was fehlt uns denn noch, um die vertrauten Situationen auf diese Weise nachzubilden in Konstellationen, wenn sogar schon E.T.A. Hoffmann im Sandmann uns das Beispiel gebracht hat, dass sogar leibliche Interaktion mit so einem Artefakt möglich sein könnte und in welcher Weise? Ja, denn was uns einfach fehlt, ist die Möglichkeit, etwas Neues zu erfinden. Die Möglichkeit von Konzeptionen, die verschwindet in dem Augenblick, wo wir nur noch umarrangieren können, indem wir da also, wenn wir nämlich bei der Rekonstruktion und Reproduktion keinen Hinweis mehr haben auf das, was wir eigentlich reproduzieren, was wir nachkonstruieren wollen, dann bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als in dem schon vorhandenen Vorrat von Konstruktionen ein Umarrangement herbeizuführen, das heißt zu spielen mit dem Konstruierten durch irgendein Umkonstruieren, das sich aber auf gar keinen Gegenstand mehr bezieht. Das wäre also ein gewissermaßen ein Rechnen mit formaler Mathematik ohne Modelle oder nur mit Modellen, die die formale Mathematik selbst erfindet, was sie ja tut. Ja. Wo Konstruktionen nur noch auf Konstruktionen und Konstrukte angewendet werden und nichts, sozusagen nichts Neues mehr kommt. Diese totale Weltbeherrschung, die ist erstens mal eine Fiktion und zweitens ist sie auch prinzipiell unmöglich, denn wenn ich recht habe mit meinem inzwischen schon mehrfach formulierten Beweis dafür, dass es keine Sache gibt, von der sämtliche Bestimmungen einzeln sind. Die Möglichkeit ist, wenn alle Bestimmungen einzeln wären, dann wäre alles unbestimmt, jede Bestimmung unmöglich. Lesen Sie es nach, ich will das aber nicht, weil es etwas halsbrecherisch ist, hier vorerzählen. Ich bin also überzeugt, dass jede Sache, der Grund, dieses Denken der Vollendbarkeit der Digitalisierung beruht auf dem Grundsatz der durchgängigen Bestimmung, den Kant eingeführt hat, der besagt, dass jedem etwas von jeder beliebigen Bestimmung entweder diese zukommen muss oder diese fehlen muss.
Das ist nicht der Satz vom ausgeschlossenen, ja. Durchgängige Bestimmung in Bezug auf, ist nicht der Satz vom ausgeschlossenen Dritten, denn der Satz der ausgeschlossenen Dritten muss mit der Unentschiedenheit und mit der Spältigkeit umgehen. Man muss nur den Gegenstandsbereich weit genug fassen, dann bleibt er anwendbar. Und nur eben auf das Zweifelhafte, in seiner Zweifelhaftigkeit. Das kann man aber durch leichte Umformulierung erreichen. Und dieser Grundsatz der durchgängigen Bestimmung, der ist falsch. Und das wäre das Axiom der durchgängigen Digitalisierbarkeit und Zersetzbarkeit der Situationen. Das wäre der Grundsatz. Wir zerlegen die Welt in lauter einzelne Etwasse und in eine unendliche Menge oder Klasse von Bestimmungen von Etwassen. Und wir setzen voraus oder glauben daran, dass von jeder Bestimmung, jedem Etwas entweder diese Bestimmung zukommt oder nicht zukommt, eindeutig abzusprechen ist. Das ist dieser Grundsatz. Und da dieser Grundsatz falsch ist, ist die Digitalisierung nicht zur absoluten Perfektion zu bringen. Jede Sache hat Bestimmungen, die nicht einzeln sind. Ja, ich möchte mich herzlich bedanken für das interessante Gespräch. Gut.